Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte mir, ich mache so ein Get Ready With Me, wie ich mich zu Weihnachten fertig gemacht habe. Als erstes, wie ihr seht, mache ich gerade die Wanne ein bisschen voll, damit ich mich dann auch noch gleich ja, kurz am Intimbereich rasieren kann natürlich. Ich zeige euch hier jetzt mal kurz die Produkte. Das wäre einmal das Balea Douche Peeling und dann noch, egal welche Rasierer, ich variiere mal hin und wieder. Dann nachdem tue ich dann eine Maske drauf und zwar die Sheet Maske von Garnier. Die benutze ich auch sehr, sehr gerne, wie ihr wisst. Ich zeige sie auch immer in meinen Favoriten oder auch bei den Aufgebrauchtprodukten. Da benutze ich, glaube ich, die Glow-Variante. Und ja, die tue ich erstmal drauf und lasse sie dann natürlich auch für diese 15 Minuten einwirken. So, nach der Gesichtsmaske tue ich dann natürlich die Garnier Augenpads drauf, denn die haben mir dann natürlich auch so kurz die Erfrischung gegeben unter den Augen für den Tag, damit ich dann natürlich nicht so müde bin, denn niemand will das und ja, das lasse ich dann auch dann für die 15 Minuten einwirken. So, nachdem ich das dann abgemacht habe, natürlich massiere ich dann das ganze Serum dann natürlich um die Augen ein. Davor vorm Gesicht habe ich es auch noch einmassiert natürlich. Und ja, das tut dann auch natürlich immer wieder gut, das einzumassieren. So, dann gehe ich auch dann in die Gesichtspflege rein. Natürlich benutze ich da dann wie immer mein Lieblingspflegeprodukt und zwar meine Creme von Lovely. Ihr wisst ja auch, dass ich dieses Produkt auch sehr, sehr liebe. Und ja, ich pflege dann natürlich damit ja auch meine Haut und danach tue ich dann auch meine Augencreme auftun, damit auch unter meinen Augen alles schön gepflegt ist für das Augen-Make-up. Und natürlich creme ich dann auch noch ganz kurz ja auch meinen Körper ein, das gehört ja natürlich auch dazu. Natürlich schminke ich mich auch natürlich an so einem Tag, wer will das denn nicht, also so ein bisschen hübsch aussehen gehört ja auch ein bisschen dazu. Also mache ich dazu auch noch ein schönes, dezentes Make-up, vielleicht habt ihr auch schon das Video dazu gesehen gehabt, das habe ich am Heiligabend dann auch schon getragen und ja, ich liebte das Make-up-Look und das war auch sehr, sehr schön. Also habe ich es dann auch natürlich am Heiligabend getragen.
So, dann habe ich mich auch schon umgezogen und zwar in das rosane, eher gesagt pinke Jumpsuit, was ich mal von der Schwester von meinem Freund bekommen habe. Dazu dann ja auch den Gürtel kombiniert. Natürlich bin ich dann auch an meine Haare gegangen, damit dann mit dem Remington-Lockenstab. Bis jetzt der beste Lockenstab, was ich je benutzt habe. Damit halten auch meine Locken sehr, sehr gut. Natürlich benutze ich ja auch davor ein Hitzeschutzspray, diesmal als von Balea. Das wollte ich mal neu probieren, da ich nicht immer gleich meinen Favorit ausprobieren wieder wollte. Also ja, was Neues tut ja auch immer gut. Und ja, dann habe ich angefangen, meine Haare natürlich etwas durchzukämmen, bevor ich ja natürlich mit dem Lockenstab durchgehe. So, nachdem ich dann fertig geworden bin mit den Haaren, sind ja dann die ganze Zeit lockig. Dann bin ich dann da nochmal mit meinen Händen drüber gegangen, damit es nicht so alles so zugemacht aussieht, damit es halt eben noch ein bisschen lockerer sitzt und ja, alles gut verteilt ist, damit es schön voll aussieht. Und natürlich bin ich dann nochmal ein bisschen mit einem Haarlack drüber gegangen, damit es alles noch einen schönen Halt hat. Und ja, ich mag meine Locken immer wieder gern. So, nachdem ich dann komplett fertig geworden bin, habe ich mir noch die Schuhe rausgesucht. Es wurden diese Boots hier, die liebe ich über alles. Und ja, das war es dann auch schon mit dem Video hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Liked, teilt mich und abonniert mich auch gerne. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und mein Instagram-Name ist auch hier natürlich verlinkt. Und dort könnt ihr mir immer vorbeischauen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. So habe ich mich eben für die Festtage fertig gemacht. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Tschüss!